Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Jetzt ist Blutmond, diesmal definitiv. Wir haben es erreicht, wir haben den Tag des Blutmondes um 21:36. Jasmin feiert da drüben in ihrem Bunker, die will es nochmal versuchen. Ich habe da Angst gehabt und bin hier rüber. Ich muss mal runtergehen, langsam mich vorbereiten, ey. Bin denn hier rüber geflohen? Ja, ich muss auch noch meinen Generator anmachen. Achso, den wollte ich nochmal tanken. Hier habe ich ein bisschen Bammel, dass ich runterfalle. Zumindest solange wieder noch offen ist. Generator nachtanken. Haben wir mal voll den Lumpen. Oh, Alter, wie viel Munition hast denn du genommen, Junge? Die Hälfte. Aha. Das war wirklich die Hälfte. Mhm. Ich habe von allem die Hälfte. Bis auf Molotow-Cocktails hast du 8 mehr. Kann ich nicht mit um. Ich kann ja den schon mal anmachen. Shitte. Shitte. Ich wollte die Eisendart-Munition da noch. Oh, nein. Oh, wenn ich das jetzt noch auf die Schnelle. Dann bräuchte ich. Mach mir mal einen Baublock. Baublock. So, ganz schnell eine Leiter. Gut. Oh, das wird jetzt aber mega risky. Oh, scheiße. Ah, cool. So. Und einmal die Darts. Zumindest in die... In dem anderen will ich da nochmal welche reinschmeißen. Oh, und dann muss ich die Leiter wegnehmen. Oh. Das ist nicht gut. So, deine Maschinengewehr Nummer 6 nicht nehmen? Nee, ich hab doch die AK. Okay. So. Ich muss da einmal rein. Jetzt werde ich aber hippelig. Ich nehme erstmal meine wieder. Mach doch kein... Oh, ich wollte gerade sagen. Ich dachte gerade, der nimmt die Leiter nicht mehr weg. So, dann können wir die Mollys noch mit runternehmen und... Oh, Jasmin, es geht los. Hm. Bist du bereit? Nö. Ich bin noch gar nicht fertig hier. Ach du Scheiße, ich auch nicht. Ja. Ich bin auch gar nicht bereit. Pack mal ein. Oh, es geht los. Hast du nachgeladen alles, die was bei du... mir? Bei mir sind auch auf jeden Fall welche. Aber hier geht's auch ab. Okay, ich habe ja unten habe ich noch die Darts. Er haut gegen die Wand, warum das? Puh, ich muss echt mich also, entspannen, ey. Ich habe bis jetzt noch kein Grün und noch keine orangenen Augen in dem Sinne. Es geht. Also, unter den Umständen hält es sich in Grenzen. Aber die fallen auch mehr nach links als nach rechts. Fällt mir jetzt gerade mal auf. Die fallen mehr in die eine Richtung. Und die nehmen dann auch den linken Weg. Wahrscheinlich, weil da keine Stachelfallen sind. Also bis jetzt sieht's ja... Na gut, das habe ich letztes Mal auch gesagt. Ich will hier nichts jinxen. Scheiße. Brutal. Oh, ich habe Hunger. Kleinen Moment, ich muss essen. Lippo! Es wird nicht kommen. Werden die da vorne an der Klinge schon... Nee, ne? Ich würde leider nicht lange halten, glaube ich. Aber ich kriege die auch nicht repariert. Das wäre echt... Ne, das hier muss eine Klappe rein. Und Jasmin, wie kommst du zurecht? Ah, voll geht so, ne? Also bei mir ist voll chillig. Bei dir? Ja, es kommt keiner bis zu mir.
Und das ist eigentlich ganz geil mit dieser schmalen Treppe. Die gehen da alle hoch und sind schön aufgereiht. Treffen tue ich sie trotzdem nicht. So, Hund weg. An deiner Wand hast du Ruhe? Keine Ahnung, ich bin nur vorne. Ich guck mal, ob ich da was sehe. Ja, ich kann bei dir auch sonst nichts weiter sehen. Ja. Ja, schon geil. Ich glaube, meine Entscheidung war richtig. Jetzt kommen Geier. Ja, ich weiß. Verteilt sich halt gut, ne? Ja, wenn du Hilfe brauchst, ne? Kannst du auch auf die auf den Balkon kommen in meine Richtung. Dann gehe ich bei mir ins Gitter und dann schießen wir zu beiden Seiten so hin. Brauchen die hier schon wieder? Wie sauen die denn da unten jetzt gegen? Da wo die Treppe ist oder Straßenseite? Unter meinem Balkon haben die... Ey, schon wieder er, Alter, er war... Das ist voll gut, wie die sich hier alle aufreihen. Die schlagen mir meine ganze Bude kaputt, ey. Und auch die Dartfallen unten, die sind gar nicht schlecht. Also die nehmen auch ein bisschen was raus. Am besten hier nochmal so eine scheiß Falle hinstellen. Ja, da müssen wir dir auch noch eine machen. Wie kloppen die denn jetzt immer gegen? Ich kann bei dir leider keinen sehen, sonst würde ich drauf schießen. Ich klopfe mir an meine Tür, ey. Oh, das gefällt mir schon besser. Erst schießen, wenn du das Gelbe in ihren Augen siehst, Jasmin. Polizist. Ach, Alter, die Polizisten sind kacke. Die nerven halt, ne, die Polizisten. Weil ja, die auch relativ stark sind, finde ich. Ja.
Dafür hat aber der Rest hier keine Chance mehr. Duck. Wieder zwei zum Preis von 1. Und weg damit. Oh, das war nur der Arm, ne? Oh nein, 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 nein. Oh, okay. Er hat seinen eigenen Kollegen angespuckt. So. Das war schon ein Glück. Ja. Sind die Polizisten bei dir noch ein Problem? Nö. Aber hast du auch welche, ja? Nö. Ah, okay. Kommt. Oh, meine Klingfalle geht, glaube ich, nicht mehr. Ja, noch läuft meine, aber die müsste auch demnächst hinüber sein, weil die. Oh. Läuft, aber die zerhackelt nicht mehr. Ja, bei meiner ist das eher, dass die, also die müsste auch bald hin... Ja, meine hackt sich gar nicht mehr. Dreht sich nicht mehr. Ja, meine dreht sich, aber hackt sich nicht. Okay. Ja, meine dreht sich auch nicht mehr. Die ist hinüber. Und ich krieg sie nicht repariert von hier. Ja, kannst nichts machen. Aber ja, zu spät gesehen. Aber ich habe schon eine Idee, wie ich das löse bei mir mit der Klingenfalle. Dass ich die auch jederzeit reparieren kann. Wie denn? Ich will bei mir vorne, wo der Steg ist, eine Klappe hinmachen, damit ich da einmal rausgehen kann. Während des Blutmonds. In der Hoffnung, dass ich nicht runterfalle. Wenn ich runterfalle, dann ist gelaufen. So, da haben wir noch Officer. Da. Boah, aber bei mir ist auch schon gut Munition weggegangen. Aber das hat jetzt nicht so viel Damage gemacht da unten. Das sieht nicht so aus, ne? Er ist da hochgegangen, die Steine sind auch noch heile. Holz ist noch heile. Hattest du denn mittlerweile schon mal einen Polizisten? Nö. Warum, wieso krieg ich denn die alle? Oh, das tut mir aber leid. Hier ist gerade tote Hose. Was hast du noch so? Ich habe hier noch einen. Oh, du hast einen Polizisten. Wo denn? Ja, auf meiner Seite habe ich schon weggenommen.
Ah, jetzt habe ich hier auch wieder welche. Ich habe mal zwischendurch ein paar von deinen Zombies genommen, ne? Ja. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Ich hoffe, das steht unserer Freundschaft nicht im Wege. Rockabilly. Alter, wie viel kommen denn hier noch, ey? Schießt er noch. So, jetzt gucken wir mal, was bei dir los. Hä? Irgendwo ist hier ein Polizist. Aha, warte. Alter! Wo ist der? Alter. Oh oh. Aber knapp, da hat's echt einer bis zu mir rangeschafft. So. Bei dir ist alles easy. Ja, yeah, yeah. Da ist Polizist hier. Oh, oh. No-Scope-Headshot. Ich habe sowieso kein Scope, aber... Oi! Die ganzen Säcke da unten, ey. Alter, Scheiße. Was ist denn? Eieiei. Ich guck mal, ob ich den sehen kann. Jetzt kommen die ganzen Polizisten zu mir. Ja, die kann ich leider nicht sehen. Ich sehe die auch voll spät erst. Ja, die kannst du bei mir richtig gut sehen, tatsächlich. Oh. Hier ist doch schon wieder irgendwo einer. So, dann wollen wir noch mal gucken, was geht denn bei Jasmin ab da drüben? Hallo Jasmin, wie geht's dir? Ja, die machen hier alle Schrott. Ja, ich sehe gar keinen. Ich kann dir leider keine abnehmen. Doch, da kommt einer. Aber ich hab ihn. So, nächster. Noch einer und ja, den nehmen wir auch noch ab. Müssen wir einmal gucken, was bei uns los ist. Oh, ist das eine geile Basis hier. Oh, das hat sich gelohnt. Bist du schon hier vorne? Ja. Einmal runter mit euch. Ja, hier, schaulustige Zuschauer. Nee, bei mir ist ein blöder Vogel auf dem Dach. Ja, der muss durchkommen. Den kriege ich da nicht weg, ne? Oh, ärgerlich. So. Ein bisschen Licht könnte ich hier mal machen, ne? Habe ich hier nicht noch eine Fackel gehabt? Warte mal. Ja, immer ein bisschen dekorieren mein Blutmond, ne? Ist das geil, ey. Oh, das läuft so viel besser als letztes Mal. Alter, die ganzen Lootbags hier, ey. Ja, bei mir sind auch schon mega viele wieder, verschwunden. Warum wollen die hier überall immer rein?
Ja, ich kann ja mal kurz gucken. Ich kann dir gerade nicht helfen, ich sehe keinen. Ich habe eine Idee. Wo ist denn der? So. Er braucht sich ja nicht durchbuddeln hier zu mir, ne? Mein Gewehr ist gleich wieder kaputt. Ja, wo ist er hin? Ja. Und. Ui. Oh, ist das geil. Oh, das freut mich. Das ist so gut. Da hat sich doch gelohnt, die ganze Arbeit. Hast du Probleme? Ich kann dir halt immer nur ein bisschen Kleinvieh wegnehmen, was hier an der Seite kommt. Oh oh. Nicht cool. Gar nicht cool. Ich muss mal einmal mein Gewehr reparieren. Nein, alter Schwede, ist das geil. Nee. Ich habe hier null Probleme. So, mal gucken, was bei Jasmin los ist. Gleich bricht hier alles zusammen. Oh nee, ne? Aber du kannst ja noch fliehen, oder? Mittlere Treppe wegmachen, zwei hin, dann kann einer Alter. Hier stehen, einer da stehen. Aber nur gerade schießen. Scheiße, da unten haben die schon wieder ein Loch drin. Was wollen die denn da? Ja, wenn du da am Gitter stehst, dann kann ich zu dir rüberschießen. Kann ich gucken, ob ich dir zwischendurch ein bisschen... Ah, ich will die versuchen hierher zu locken, aber ich glaube, das wird nichts. Da kommt nur einer. Alter, wo ist der denn? Ah, hier bei mir, bei mir. Haben wir. Okay, den haben wir weg. Ich muss einmal kurz bei mir gucken. Mann. Oh, hier ist alles. IO. Hier ist alles IO, Jasmin.
Ist halt ärgerlich, dass ich das nicht reparieren kann. Ne, ich komme da absolut nicht ran. Über den Schwebebalken, bitte. Sehr elegant. Sehr elegant. That'd be nice. Aber bei mir sind auch manche, die hauen unten gegen die Wand gegen. Ja, ich will nicht wissen, wie viele die da jetzt von unten dagegen hauen. Ich bin nämlich jetzt drinnen an meinem Fenster hier. Deswegen sehe ich bei dir keinen mehr. Kommen die wieder alle auf der anderen Seite bei dir, wa? Hm. Ich gucke nämlich immer wieder rüber, ob ich bei dir ein paar wegschießen kann. Oh. Der wird wohl keine Kunststücke mehr aufführen. Bist du bei der Pistole? Nein. Ah, okay. Aber bald. Wie viel Schuss hast du noch? 156. Oh. Ich hab fast das Doppelte. Ja. Du hast auch mehr genommen. 100%. Nein, hab ich nicht. Das siehst du in der Aufnahme. Hab ich nicht. Versprochen. Der eine war ja nicht voll. Die haben wir auch weg hier. Oh, was bei Jasmin los? Sehen wir nicht. Okay. Ach hier, ich habe ja auch noch Licht. Ach Gott, ich habe die ganze Zeit Licht ausgehabt. Tut mir so leid. Ich dachte, ich habe mein Licht an. Aber ich denke, man hat ja trotzdem gut was gesehen, ne? Die Fackeln überall. Super hier aus. Oh, das freut mir, dass das so gut funktioniert. Ich glaube, der Blutmond ist vorbei. Nee. Ich komme rüber. Was ist denn hier noch los? Lauf! Oi. Das hätte jetzt aber auch nach hinten losgehen können. Wo kam die denn her? Weggerotzt. Aber du hast recht, also bei mir sind die viel besser, dass du auf den Kopf schießen kannst. Hier meine Kugeln gefangen hat mit seinen Krallen. Aber hat deine Basis tatsächlich standgehalten diesmal, ne?
Aber es lässt sich bei mir wirklich besser schießen. Dass die Klingfalle schon so zu kaputt gegangen ist. Kann ich jetzt... Alles fertig. Kann ich von hier oben auch nicht reparieren, ne? Kann ich auch nicht ran, oder? Ja, schade. Oh, ich muss einmal meine Waffe reparieren. So ein bisschen wie Moorhuhn, ne? Bei dir ist ja noch richtig der Bär los hier. Ja, sei ja. Hast du noch Musik? Ja. Ja, ich habe keine Musik mehr. Den Pizzaboten hier nicht mehr, du. Alter Schwede, fällt aber nicht auf. So. Oh, ich hab Durst. Stört dich das, wenn ich kurz was trinke? Nee, ne? Mal einen Molly werfen? Mach doch. Na toll. Ist das nicht schön, wie sie leuchten? Da wird ein ganz warm und zärt. Du würdest ja gern riskieren, deine Klingenfalle zu reparieren, ne? Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde. Oh.
Vogel. Level up. Geil. Wie lange geht denn das bei dir? Weiß ich nicht. Ist das ja After Hour oder was? Happy Hour? Ist ja bei dir wie Frühshoppen, einfach durchgefeiert mit dem Blutmond. Ja. Polizist? Ah, ich hab nur noch meine Pistole jetzt. Ich schieße auch mit der Pistole. Polizist ist hin. Der schläft. Das verdutzte Mechaniker. Brauchst du Munition für irgendwas? Hey. Oh. Jetzt ist bei mir die Musik auch weg. Ja, dann sind das hier die letzten. Ja. Du wirst ja schon hell, ja. Ganz normale Tagesmusik. Alter, leco mio, ey. So. Ach Gott, ey. Gut. Wir haben die hier kaputt gemacht. Ich geh mal bei mir looten. Du gehst bei dir looten. Sind wir schnell durch. Wenn bei mir überhaupt noch Loot liegt, das weiß ich gar nicht. Komm hier nicht hoch. So, doch ein bisschen was ist noch da. Ja, das meiste ist natürlich despawned. Ja, scheiße. Ich meine, Schande. Schade. Aber, weißt du was, Jasmin? Wir haben beide den Blutmond überlebt. Ja. Ja, Heurika. Jeder in seiner Hood. Jeder in seiner Hood. Wir haben hier aber auch, oh mein Gott. Alter, hier ist alles Schrott. Also ein bisschen was haben sie mir kaputt gekloppt, aber... Bei mir ging ein bisschen dolle. Nix viel. Komplett. Ich muss Beton holen. Teilweise. Oh, da unten haben sie ein Loch. Ey, da werden die mich verarschen. Oh, hier ist irgendwo noch einer. So, andere Seite bestimmt auch. Alter. Das kann ich auch machen, wenn ich das aufwerte. So, Beton werde ich auf jeden Fall auch brauchen. Jetzt wollte ich aber sehen, haben die versucht, sich hier rein zu prügeln? Und schon wieder hier dieses Loch versucht. Nee, nicht wirklich. Das ist nur so ein bisschen, die haben ihre Agro... Nein, bei mir meine ich jetzt. Die haben bei mir haben sie nur ihre Agro rausgelassen. Aber sonst geht's eigentlich. Loot hast du schon eingesammelt bei dir? Hier ist auch nicht wirklich, also... Ja, da kommen auch viele vom Haus drüben, ey. Scheiße. Können ja die Scheißhütte da abreißen. Ja, hab ich auch schon überlegt, aber es dauert ja ewig, ey. Ja, wenn wir auf unten einfach nur die unterste Reihe wegnehmen, fällt ja alles runter irgendwann, ne? Ja, das wäre ganz gut. Aber sonst ist ja eigentlich soweit. Aber wir müssten hier die Flächen um uns herum noch irgendwie ausleuchten, finde ich. Ausleuchten, dann kommen die ja erst recht. Nee, ich meine beim Blutmond, dass man da Lampen macht, die man mit einem Generator mit anstellt, weißt du? Ich glaube, das wäre ganz praktisch. Hier, wie drückt das hier bei meiner Brille aus? Damit man die von beiden gut sehen kann. So, dann mache ich jetzt noch einmal schnell meinen Generator aus. Achso, ja, siehst du, den mache ich auch mal aus. Mir nicht zum... Wie viel braucht der denn? Ich hab... Also meiner hat nicht viel gebraucht. Nein, zum Reparieren meine ich.
So. Ich habe 3 geschmiedeten Stahl in der Tasche und er sagt, ich brauche Stahl zum Reparieren. Ne, der Generator hat auch nichts gezogen bei mir. Wieso ist hier kaputt? So, dann hole ich mir noch mal ein bisschen Stahl. Ich guck mal, wie viel drauf geht. Bevor ich hier anfange, Taschen auszuleeren und... So, dann wollen wir einmal da unten hier. Dann brauchen wir ein bisschen Stahl. Ich nehme mir mal einfach jetzt mal frecherweise 15 Stahl mit rüber. Nur mal zu gucken, wie viel da reingeht in die... Oder ich kann ja auch bei dir... Mach ich deine erstmal heile. Okay, ich brauche noch mal 4. Aber hier oben sieht's gut aus. Nee, warte, doch. Oh, jetzt verwirrt mich die dritte Kiste. So, das sollte funktionieren, ne? Dann mache ich davon noch mal was zum Reparieren. Und zwar geschmiedeten Stahl. Ach man, was mache ich denn hier, ey? 3 kann ich nicht fertigen, warum das nicht? 600. Ach, Eisen reicht nicht, oder was? So, hier ist kein Schmelztiegel drin. Den brauchen wir dafür, ne? Wo haben wir denn den? Ich weiß gar nicht, ob ich einen drüben habe oder hast du hier oben einen? Nee, auch nicht. Das ist natürlich unpraktisch, ne? Das ist natürlich nicht so schön, Jasmin. So. Und runter fallen. So, hat der schon mal wieder 100. Und dann können wir die Kiste leer machen. Wieso haben wir kein Schmelztiegel? Den können wir auch gar nicht herstellen, ne? Da war ja was. Schmelztiegel. Arbeitsstation. Und für diese Bildung benötige ich... Ah, ich brauche noch 5 Forge Head, dann können wir geschmiedeten Stahl herstellen. Hm. Ich würde, ja. So, So, das können wir reparieren. Die können wir da hinpacken. Habe ich mit der Schrot geschossen? Nee. Okay. So. Oh, jetzt geht's gleich wieder ans Sortieren, du. So viel bräuchte ich sortieren. Ich habe fast immer das gleiche gekriegt. Gut, ne? Ja. Na, ich muss ein bisschen sortieren. Honig habe ich nicht gebraucht, glücklicherweise. Ja, auch nicht. So, dann habe ich noch Messing. Das kommt im Keller. Das kommt im Keller. Keller? Munitionskiste. Keller und dann bin ich ja schon fast fertig, wa? Einmal noch im Keller gehen. Magnum. So, dann einmal nach unten. Ein paar Werkzeugteile. So, ein bisschen davon. Dann haben wir glatte 10 und das Benzin war hier oben, ne?
Messing noch einschmelzen und die mittlere Kiste für Leder und Knochen. Also und Rohr kann eigentlich auch raus. So, das. Dann kloppe ich dir hier gleich wieder Messing rein. Und wir können ein paar Pistolen wegpacken. Und zwar die hier. Ein paar. Ja, gut, wäre, wenn halt die Kisten von der Decke weg wären. Ne? Ich glaube, den Bogen muss ich auch nicht mehr mitnehmen, oder? Dafür denn die Schaufel. Und. Dann haben wir das schon mal aussortiert. Ja, das war unser vierter Blutmond. Auf jeden Fall wesentlich erfolgreicher als der dritte. Der letzte, den wir hatten, der war nicht so toll. Wer es nicht gesehen hat, kann gerne mal reinschauen. Da sind wir ziemlich deprimiert. Nicht stolz drauf. Aber dann hat man mal einen Vergleich, ja? Schön war das nicht, du. Nee. Für diesen gelungenen Blutmond wäre doch mal ein Like ganz schön. Lasst gerne ein Like da. Wir würden uns auf jeden Fall drüber freuen. Schaltet morgen wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao.